Guten Morgen, Deutschland. Das große Zittern ist zu spüren, wenn wir durch die sozialen Netzwerke gehen, wenn wir in die Medien schauen, dann spürt man das. Dann spürt man das große Zittern vor dem 8. Januar. Da gibt es jetzt Meldungen, die besagen, dass man möglicherweise in Mecklenburg-Vorpommern nur jede zweite Auffahrt sperren würde. Da gibt es die Meldung, dass heute oder morgen die Landwirtschaftsminister noch schnell eine Runde machen werden, um möglicherweise irgendwas zu machen, damit die Bauern ruhig stellt. Da gibt es Meldungen, dass Lebensmitteldiscounter Druck ausüben auf Transport- und Logistikbranche, damit sie ja nicht am 8.1. teilnehmen. Momentan kann man das große Zittern richtig spüren vor dem 8.1., liebe Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse mich überraschen, wie das aussehen wird. Ich werde dabei sein, wir werden live sein, ganz klar. Wir werden uns das anschauen. Genauso wie das große Zittern auch mittlerweile bei Justitia in Deutschland ankommt. Wie wir gestern festgestellt haben, hat ja nun auch eine Generalstaatsanwältin zugegeben, dass die Justizminister in Deutschland weisungsbefugt sind, dass der Europäische Gerichtshof das schon lange angeprangert hat, dass Deutschland das aber nicht geändert hat und es ist nicht glaubhaft wäre, dass sie von dieser Weisungsbefugnis auch nicht Gebrauch machen, weil sonst hätte man das Ganze ja schon längst abgeschafft. Auch wieder ein Punkt für die Verschwörungstheoretiker und all die Menschen, die seit Jahren immer wieder diese Weisungsbefugnis angeprangert haben. Und da stellt sich natürlich auch die Frage in Deutschland, wie viele Urteile wurden aufgrund so einer Weisungsbefugnis gesprochen? Und ist das überhaupt Recht und Gesetz? All diese Dinge sagen uns momentan, dass das große Zittern da ist, liebe Leute. Und was wir noch sehen, ist wieder die Heuchelei in den Hochwassergebieten. Einer kommt in Lederschuhen, die andere kommt in Gummistiefeln, die nächste trabt in Gummistiefeln an und alle reden davon, dass wir die Menschen nicht alleine lassen werden. Kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? Hatten wir schon mal im Ahrtal. Ist nicht lange her, oder? Da sollten die Menschen auch nicht lange alleine gelassen werden, ja? Und unbürokratisch sollte geholfen werden, ja. An der Entbürokratisierung. Ich glaube, da arbeiten die noch in 100 Jahren dran, liebe Leute, ja? Und auch diesmal, bei diesem Hochwasser, ist die Politik mit dran beteiligt, liebe Leute. Wenn Talsperren, obwohl die Wettermeldungen schon Tage vorher eine ganz klare Aussage machen, wenn Talsperren wieder mal nicht rechtzeitig abgelassen werden, sodass sich die Situation dadurch nochmal verschlimmert, wenn wieder, wie in den letzten Jahren auch vor dem Ahrtal, nichts im Hochwasserschutz unternommen wird, im Katastrophenschutz statt zu investieren, gespart wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn wir alle Jahre wieder in so katastrophale Zustände kommen. Und wer trägt da die Verantwortung? Ja, erstmal die Politik, denn die muss Gelder bereitstellen dafür. Und wenn diese Gelder aber in Schubkarrenweise in die Welt getragen werden für das Klima, aber ja, hier in Deutschland eigentlich das Geld gebraucht wird für die Probleme, die wir hier sehen, jetzt, da muss man sich nicht wundern, wenn bei allen da draußen jetzt wirklich immer mehr das große Zittern kommt. Und deswegen freue ich mich drauf am 8.1. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag.